Sie weckt halt zwei Ausrufezeichen. Hallo, was kann ich für Sie tun? Okay. Ja. In 2 Tagen nochmal. Okay, bis dann. Machen wir. Tschüss. Was ist los? Wir haben einen anonymen Anruf bekommen. Wir sollen die Räuchlinger Realschule in Bad Liebenzell ausspionieren. Er meldet sich in 2 Tagen nochmal. Dann bekommen wir Geld. Oh, nicht schlecht. Was hat das zu bedeuten? Schüler mit Verantwortung. Schüler machen was für Schüler. Guten Morgen, Frau Fischer. Ja, da kann ich Ihnen weiterhelfen, kein Problem. Ja, wir sind eine Realschule, die ein besonderes Profil hat. Dazu gehören Bläserklassen, nur in 5-6, genau. Danach geht es im Musikunterricht teilweise weiter. Genau, und dann gibt es da noch den NWA-Unterricht. Das ist ein Hauptfachjahr und da gibt es reine Mädchen- und reine Jungengruppen. Ja, das nennt man monoedukativ. Wir haben damit beste Erfahrungen gemacht. In Klasse 10 wird das wieder zusammengeführt. So sieht es der Bildungsplan vor, genau. Und in sozialem Engagement, dieses Top, ja, da haben wir viel erlebnispädagogische Elemente, vor allen Dingen schon in Klasse 7, zur Stabilisierung des eigenen Ichs. Und der Rest wird in Klasse 9 als Sozialpraktikum dann gemacht. Ja? Okay, dann machen wir am besten noch mal einen Termin aus. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, Frau Fischer, auf Wiederhören. Danke. Was ist hier noch los? Montagnachmittag. Warte mal. Das ist immer so eine komische Veranstaltung hier. Ich schau mal nach.
läuft das blöde nass. So lange hätte ich es auch nicht mehr ausgehalten. Ich auch nicht. Hallo? Ah, hallo. Wie, Sie meint nicht die Räuchchen-Realschule in Bad Liebenzell? Ach so. Ja, und unser Geld? Okay. Okay. Schönen Tag noch, Ihnen auch. Tschüss. Wie jetzt? So.